Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Donkey Kong Country Returns im Spiel auf Zeit. Ja, das Projekt ist doch noch nicht vorbei. Und jetzt seht ihr die erste Welt, den Dschungel. Fangen wir an mit 1-1 Dschungelfieber. Das erste Level ist gleich gar nicht mal so einfach. Man muss einfach sehen, dass man schnell durchkommt und sehr viel rollt. Diesen Papagei muss man perfekt ausnutzen, damit man direkt rüberkommt. Unter diesen Tiki-Säulen muss man herrollen und dann einfach weiterrollen, weiter und weiterrollen. Und die Gegner immer sehr sinnvoll ausnutzen, damit ihr auch gut vorankommt. So, das Didifass unbedingt nehmen, denn damit seid ihr eindeutig schneller hier. Jetzt sind wir schon am Decay-Schalter, den ganz schnell runterdrücken. Und nachdem sich der Hintergrund vollständig aufgebaut hat, springt ihr hoch, wartet auf das Fass und schießt euch direkt los. So, sobald ihr angekommen seid, direkt rollen, rollen, rollen und mit kleinen, präzisen Sprüngen hochspringen. Jetzt die Fässer, die jetzt kommen, da könnt ihr nichts machen, die schießen euch automatisch weiter. So, ab da rollen auf den Tiki und jetzt nur noch rollen, bis zum Ziel. Rollen, 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 rollen. Und jetzt das zweite Trampolin nehmen und da haben wir es auch schon geschafft, das erste Level. Wir hatten eine Zeit von 52 Sekunden und 87 Millisekunden. Das ist die schimmernde Goldmedaille, Leute. Nächster Level, 1-2 Kletterkönig. Auch ein relativ anspruchsvoller Level, muss man echt so sagen. Ja, und da muss man halt jetzt zusehen, dass man Didi bekommt. Da springt man am besten nicht ganz nach oben und drückt so schnell wie möglich 1. Okay, über die zwei Piranhas hier rüberspringen, mit Didis Jetpack der Großen auch entkommen. Viele lassen sich da auch treffen, habe ich jetzt nicht gemacht. So, ihr rollt weiter. Okay, jetzt kommt die große, zweite Piranha und auch da muss man sich nicht treffen lassen. Viele machen das. Aber wenn ihr schnell genug seid, müsst ihr das nicht. So, hier muss man nervigerweise jetzt warten. Ihr müsst halt zusehen, dass ihr so schnell wie möglich jetzt klettert und ja. Klettern, klettern, klettern. Schnell hoch. So, und jetzt habe ich hier einen kleinen Fehler gemacht, einfach mal nach rechts. Ich wollte schon nach rechts springen, weil ich dachte, ich bin schon eine Etage höher, aber naja, war auch im Endeffekt auch egal, weil wir konnten ja noch nicht höher, ne? Also egal, so. Immer weiter klettern. So, wenn man schnell genug ist, kann man hier auch direkt nach rechts weiter. Aber das nur, wenn man schnell genug ist. Aber ich glaube, die Shiny Gold Medal ist hier jetzt auch noch nicht so hart bemessen. So, jetzt an den Piranha-Pflanzen nicht großartig stören lassen. Einfach durchziehen. Hier eine Rolle anlegen. Und jetzt die Trampoline optimal ausnutzen und ganz schnell ins Fass. Und dann ist man auch schon im Ziel. Okay, die Zeit hier beträgt 1:14:01 und das ist auch eine schimmernde Goldmedaille. Okay, 1:3 Wipfelboogie. Aber mal sehen, das Level war auch schon... Ja, also es ist kurz, das Level, muss ich sagen. So, jetzt hier auch die Gegner ausnutzen und den oberen Weg nehmen. Die braucht man hier noch nicht, das kostet zu viel Zeit. Okay, dann schießt ihr euch schnell nach oben. Und fangt direkt an zu rollen. So, den ersten Frosch umrollen, auf den draufspringen und dann den Papagei mitnehmen. So, jetzt nehmt ihr den oberen Weg, indem ihr auf die Papagei springt, unter den Fröschen her. Und ja, so. Jetzt gibt's hier oben Didi, den habe ich nicht genommen. Ich habe das Ganze ohne gemacht, weil ich dachte, das spart Zeit. So, jetzt auch hier unter den Fröschen rollen, allgemein immer unter den Fröschen herrollen. So, hier wurde ich jetzt einmal getroffen, macht aber nichts. Ich habe die nämlich noch ausgenutzt, die Gegner, und war dann auch schon im Ziel. Das geht alles hier sehr schnell. Ich spreche auch sehr schnell. Und ja, ist ein bisschen anders. So, 41 Sekunden und 30 Millisekunden ist hier auch die schimmernde Goldmedaille. 1:4 Küste im Dämmerlicht. Das erste Silhouettenlevel direkt in der ersten Welt. Und das ist ein Rolllevel. Ihr holt euch Didi und rollt, was das Zeug hält. Einfach durchrollen. Heißt es hier, das ist echt das Motto. Aber aufgepasst, manchmal kommen Anhöhen und die müsst ihr eben frühzeitig erkennen und hochspringen. So. So, hier kann man nochmal schön den Sonnenuntergang genießen. Aber aufpassen, hier kommt wieder eine Anhöhe. Da gekonnt drüber springen. So. Auch hier eine Anhöhe und direkt rollen vor dem Tiki. Das kommt am besten und spart Zeit. So. Auch hier. Da bin ich noch sogar noch auf den Gegner da. Das war Glück. So, hier kann man auch über die Lücke drüber rollen. So, da drauf und weiter rollen. Immer weiter rollen. Und jetzt sind wir auch schon in der finalen Phase. Da bin ich leider nicht direkt drauf gekommen. Jetzt muss man stampfen. Da muss man natürlich erstmal drauf kommen. Und ja, einfach durchrollen. Da macht die Zeit auch schon Anstalten. Aber wenn man es unter 50 Sekunden geschafft hat, ist das hier die schimmernde Goldmedaille. Und das habe ich hier auch geschafft mit 49 Sekunden und 39 Millisekunden.
1,5 Baumkronenkanonen. Das erste Fasslevel, was wirklich fast komplett aus Fässern besteht. So, zwischen den Fröschen her und los. Direkt abschießen. Abschießen. Und hier kann man die erste Abkürzung nehmen. Die müsst ihr natürlich auch nehmen für die schimmernde Goldmedaille. Und ja. So, hier habe ich mir Diddy geholt. Abschießen und direkt ein Fass überspringen mit Diddy. Und abschießen. Möglichst direkt. So, hier ohne Treffer möglichst durchkommen. Auf das zweite Trampolin und einfach nur durch. So. Jetzt kommt die Szene, wo man Button Smashing betreiben kann. Einfach durchschießen, durchschießen. Auch hier durchschießen. Denn somit überspringt man ein Fass. So, hier den oberen Weg nehmen. Und schießen, 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 schießen. Hier aufpassen, ein bisschen warten, damit man in das Fass kommt. So, weiter schießen. Hier muss man kurz warten, weil sich das Fass eben nicht automatisch nach rechts bewegt. Also ja, es bewegt sich schon automatisch, aber... naja, erst nach gewisser Zeit. Und hier auch direkt abschießen, wenn das Ding das Maul offen hat. Und schießen, 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 zwei drücken. Dann kommt ihr direkt durch und habt dann auch die schimmernde Goldmedaille. 58 Sekunden und 94 Millisekunden habe ich hier gebraucht. 1,6, lustiger Lorenlimo. Das erste Lorenlevel in der ersten Welt. Und hier schnappt man sich am besten auch direkt Diddy. Den Anfang habe ich ein bisschen verkackt, war ein bisschen langsam, aber egal. So, direkt den Schalter runterkloppen und direkt weitergehen. Einfach schon vorher losspringen, dann sollte der Anfang kein Problem sein. Der ist nämlich wichtig für eine gute Zeit. So, wenn man an der Lore ist, kann ich euch eigentlich nicht großartig viele Tipps geben, außer schafft das Level ohne Fehler. Aber ich denke, das sollte in jedem Level dasselbe sein, auch wenn es kein Lorenlevel ist. Ich weiß jetzt nicht, ob, wenn man auf die Gegner draufspringt, ob das dann Zeit verschwendet oder so. Ich habe hier bin ein paar Mal draufgesprungen, ich weiß nicht. Aber naja, ich kann euch schon mal verraten, am Ende hat es auch für Shiny Gold gereicht. Wie gesagt, am besten einfach durchkommen, ja. Aber ich glaube auch, das ist in jedem Lorenlevel und Raketenlevel so gewesen. Ja, wenn man einfach, wenn man es ohne Fehler durchschafft, sollte das auch die schimmernde Goldmedaille sein. So, Checkpoint-Schwein. Kein Problem hier. Einfach nur durchziehen. Und auf die Gegner achten. Da habe ich vielleicht noch einen weiten Sprung gemacht. Das könnte Zeit sparen, weil bin ich mir aber auch nicht sicher. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es gerne in die Comments schreiben. Ja, habe ich jetzt auch noch nicht nachgeguckt, aber... ich hatte einfach nur die schimmernde Goldmedaille und das hat mir dann auch gereicht. So. Aber in diesem Level gibt es auch noch einen kleinen Trick. Den habe ich zwar noch nicht ganz geschafft, aber naja. So, wenn man jetzt hier runterrollt nämlich, dann kann man sich ganz spät abschießen und dann springt er sehr weit. Ich weiß, der Sprung geht auch noch weiter. Und ja, das ist eben wichtig, weil das eben sehr viel Zeit spart. So, nach dem ersten Dong kommen wir ins Ziel und haben die schimmernde Goldmedaille erreicht. Mit einer Zeit von 1,41,61. So, jetzt kommt das schwerste Level. 1B, Grässlichs Erdloch. Da die schimmernde Goldmedaille zu erreichen, das hat mich einiges an Zeit gekostet. Man muss so gut wie perfekt spielen. Aber schaut doch selbst. So, direkt vor ihn gehen, dann draufspringen direkt. Und jetzt könnt ihr ihm noch einen Treffer hinterhergeben. Aber nicht genug dessen. Man muss jetzt den wichtigsten Sprung machen. Dieser Sprung ist unheimlich wichtig. Damit ihr, wenn ihr es nicht perfekt timet... und so, dann läuft er euch noch nach rechts durch und ihr verliert die 2 Sekunden, die am Ende die Shiny Gold Medal ausmachen. So, jetzt macht ihr das gleiche Spielchen einfach nochmal, was ich am Anfang gemacht habe. Jetzt nochmal treffen und hinterher rollen. So, hier lasse ich mich auch nochmal treffen, damit ich schneller auf seinen Rücken komme und somit eine bessere Zeit erreiche. Boah, da habe ich echt ewig für gebraucht, Leute. Also, das ist wirklich krass, also wie die Zeit da bemessen ist. Ist auch vielleicht der schwerste Boss schon, den es gibt. Also da habe ich am längsten für gebraucht von allen Bossen. So, wenn man es geschafft hat, hat man eine 36-10er Zeit. Also ich habe die jedenfalls. Kommen wir zum ersten K-Level Plattform Panik. So, das Level muss man auch komplett auswendig lernen. Es hat dementsprechend eine höhere Schwierigkeit, aber ich habe es hier auch ganz gut hingekriegt, muss ich sagen. So, einfach den Kreissägen ausweichen und hier die obere Abkürzung nehmen. Das spart auch nochmal Zeit. So, jetzt über den Tiki springen und eine Rolle ansetzen. So. So, wieder den Kreissägen ausweichen hier. Da kann man nicht großartig mit Schnelligkeit durch. Aber naja, jetzt oben drüber springen und jetzt direkt weiterrollen, Leute. Dann seid ihr auf jeden Fall viel schneller. Und ja, so, jetzt hier so wenig Tikis wie möglich nehmen. Schnell weiter.
So, und jetzt hier auch rollen und so weit wie möglich kommen. Meine Rolle war jetzt nicht ganz so perfekt, aber das war im Endeffekt dann auch ziemlich egal. So. Hier einfach, wie gesagt, durchkommen und jetzt wieder eine Rolle früh ansetzen und durch die Stacheln durch. So. Das ist gar nicht so einfach, muss man ein paar Mal gemacht haben, aber dann sollte das eigentlich im Prinzip kein Problem darstellen. Naja. So, jetzt auch nicht jeden Tiki mitnehmen, nur die nötigsten und dann hat man es auch schon geschafft und hat die schimmernde Goldmedaille. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich eine 1,3er-Zeit. Ja, genau. Eine Minute, 3 Sekunden und 25 Millisekunden. So, das war's erstmal mit dem Spiel auf Zeit in dieser Welt, in dieser ersten Welt. Alles Shiny Gold. Und ich muss euch sagen, dafür habe ich... insgesamt habe ich alle Shiny Gold Medals geholt, die es überhaupt zu holen gibt. Und ja, freut euch schon mal auf die nächsten Welten, die werden krass. Ja, gibt's da noch mehr zu sagen? Nee, ich denke nicht. Bis dann und ciao.